Von der Stadt gibt es kein Geld, vom Kanton auch nicht. Jetzt muss ein Plan B hin. Wie kann denn so ein Plan B aussehen? Dazu werde ich heute keine Stellung nehmen. Hier bei der Stadtkaserne zu Frauenfeld hätte der Innovationspark hinkommen sollen. Im Ganzen hat es für den Staat 4 Millionen Franken gebraucht. 2,8 Millionen davon hat der Kanton übernommen. 1,2 Millionen hat die Stadt Frauenfeld zahlen sollen. Die Frauenfelderinnen und Frauenfelder haben das aber abgelehnt. Die Verantwortlichen wollen trotzdem weitermachen. Wir haben in absehbaren Tagen mit unserem Steuerungsgremium und der Projektgruppe bereits angesagt, die Sitzung und dort mal den Plan B quasi anfangen zu diskutieren, weil ich selber bin nach wie vor von dem Projekt sehr, sehr überzeugt. Während sich ein starkes Nein-Komitee gebildet hat, haben die Befürworter vom Innovationspark den Abstimmungskampf eher vernachlässigt. Dafür haben sie schon Pläne mit der ETH geschmiedet und Studenten in die USA geschickt. Haben die Verantwortlichen die Prioritäten falsch gesetzt? Wir sind in einer Art Jungunternehmen, wo man zuerst mal anfangen mit dem ganzen Projekt und Facts and Figures schaffen, Partner finden und ein bisschen Ausschau halten, was auf der Welt passiert. Und das haben wir jetzt ja gemacht und haben innerhalb von anderthalb Jahren sehr viel erreicht, damit wir eben die Vorstufen für das Pilotprojekt bereits haben und können auf dem aufbauen. Am Anfang hat es geheißen, wenn die Stadt den Kredit ablehnt, ist der Agrofood Innovation Park gestorben. Das scheint jetzt nicht mehr so sicher. Agrofood Innovation Park, das ist noch nicht gestorben. Ich hoffe es nicht. Kurz zusammengefasst, der Ehrgeiz ist vorhanden, das Geld fehlt. Die einzige Option, die jetzt noch bleibt, sind private Investoren.